Haarroutine. Ich zeige euch, wie ich meine Haare wasche, mit welchen Produkten ich das mache und wie ich sie anschließend style, damit sie so liegen, wie ich es haben möchte. Das funktioniert auch nicht immer, aber meistens. Und nicht nur von mir gibt es heute eine Haarroutine, sondern auch von der lieben Tara. Sie heißt Tamtam Beauty hier auf YouTube und hier seht ihr mal ihren Trailer von ihrem Video. Also könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen, sie ist eine richtig, richtig liebe YouTuberin. Der Link zu ihrem Video ist in der Infobox verlinkt und am Ende des Videos. Ihr kennt den ganzen Spaß ja schon und ich würde sagen, dann geht's jetzt erstmal los mit meiner Haarroutine und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Meine Haarroutine beginnt natürlich in der Dusche und als erstes mache ich mir meine Haare nass, damit ich auch mein Shampoo benutzen kann, welches im Moment dieses hier ist, von Lee Stafford, das teste ich im Moment noch. Das ist das Hair Growth Shampoo, dadurch sollen die Haare angeblich schneller wachsen. Aber normalerweise benutze ich von L'Oreal das L-Vital Fibralogie für feines Haar. Das mag ich richtig gern und das hat meine Haare auch wirklich dicker gemacht. Und dann shampooniere ich meine Kopfhaut ganz normal in kreisenden Bewegungen mit meinem Shampoo ein und wasche das dann anschließend aus, ganz normal. Zurzeit benutze ich auch noch den passenden Conditioner zu diesem Lee Stafford Shampoo. Das macht meine Haare wirklich viel, viel weicher, also seitdem ich das benutze, habe ich das wirklich gemerkt. Und dafür mache ich meine Haare erstmal so ein bisschen trockener sozusagen, also ich fringe die aus. Und anschließend tue ich meinen Conditioner dann in die Haarlängen. Also auf gar keinen Fall auf die Kopfhaut, weil dann werden eure Haare schnell fettig. Und dann wird das noch ausgespült und einmal in der Woche, beziehungsweise alle 2 Wochen benutze ich dann noch dieses Lee Stafford Treatment. Das ist so eine Haarmaske, die mag ich auch relativ gerne. Die soll man eigentlich nur 3 Minuten einwirken lassen. Ich mache das aber ungefähr immer so 20 Minuten, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass die besser wirkt. Aber ich habe jetzt noch keine großen Unterschiede, gesehen. Ich massiere das erstmal in meinen Haaransatz ein und dann noch ein bisschen in meine Haarlängen, weil das ja irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht, das in den Ansatz zu machen. Und dann mache ich meine Haare zu einem Dutt, weil ich die Maske da drin so einwirken lasse und meine Schwester ist mein Haargummibote. Ja, meine Schwester meinte, mich in meinem Video besuchen zu müssen. Und die Haare lasse ich dann ungefähr 20 Minuten so, wie ich schon gesagt habe. Und dann wasche ich die Maske wieder aus. Und nachdem ich das gemacht habe, benutze ich mein Handtuch, um meine Haare so ein bisschen auszufringen. Allerdings drücke ich meine Haare nur in das Handtuch ein, beziehungsweise ich drücke das Handtuch an die Haare, weil die Haare sonst kaputt gehen und das einfach besser für die Haare ist. Und dann lasse ich meine Haare, wie oft ich Haare sage in diesem Video, ist schrecklich, die lasse ich dann in einem Turban, so ungefähr, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, so wie sie sind, damit sie so ein bisschen handtuchtrocken werden sozusagen, damit ich sie dann föhnen kann. Wie ihr da seht, sind sie schon viel, viel trockener geworden, als sie anfangs waren. Ich probiere da noch meinen Scheitel zu machen, aber irgendwie ist mir das nicht ganz gelungen, aber das brauche ich auch noch gar nicht. Und zum Föhnen benutze ich dann von L'Oreal das L-Knit Deluxe Styling Hitzeschutzspray, glaube ich. Und das sprühe ich mir einfach großzügig in meine Haare und vor allen Dingen in die Spitzen meiner Haare. Und dann bürste ich meine Haare erstmal ganz vorsichtig mit dem Tangle Teaser. Ich weiß, man soll es eigentlich nicht machen mit nassen Haaren, aber ich mache es irgendwie trotzdem, weil ich die Haare dann viel, viel schneller föhnen kann. Und ja, bei meinen Haaren ist es auch nicht so schwer, die zu bürsten, wenn die nass sind, weil die ziemlich dünn sind. Und wie ihr seht, föhne ich meine Haare meistens über Kopf und bürste meine Haare dabei noch währenddessen mit dem Tangle Teaser, weil sie dann einfach viel schneller trocken werden. Und wenn ich es über Kopf föhne, wie ihr wahrscheinlich wisst, bekommt man viel, viel mehr Volumen. Und das brauche ich auf jeden Fall, weil ich die dünnsten und plattesten Haare habe, die ich kenne. Und anschließend mache ich das dann auch nochmal
ja, wenn ich gerade stehe sozusagen, ich weiß nicht, wie ich es gerade beschreiben soll. Sobald die Haare so einigermaßen trocken sind, benutze ich dann auch von Lee Stafford das Argan Oil. Das mag ich richtig gerne, weil dadurch die Haare auch nochmal weicher und geschmeidiger werden. Und das mache ich ungefähr so, ja, ich würde auch sagen einmal in der Woche, also nicht nach jeder Haarwäsche, sondern ja, nur so alle 2-3 Mal. Ich wasche meine Haare übrigens ungefähr alle 2 Tage. Das habe ich total vergessen zu sagen. Und das ist dann sozusagen das Ergebnis meiner Haarroutine. Ja, ich trage meine Haare meistens offen. Das gefällt mir einfach am allerbesten. Und das war's dann auch. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier kommt ihr jetzt einmal zu dem Video von der lieben Tara. Und hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ein DM-Haul. Ich denke, ja. Jedenfalls kommt ihr jetzt hier zu den beiden Videos. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr schauen möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Old school chic, like a movie star from the silver screen.